Herzlich willkommen bei BFC TV. Wir haben eine neue Saison angefangen, aber erstmal müssen wir uns trotzdem noch mal mit der alten beschäftigen. Ein bisschen spät, manchmal hat ein Zug Verspätung, diesmal der Sonderzug Pankow. Es gab mehrere Versuche, die Ehrung abzuschließen, aber ja, mal war das Ergebnis nicht passend, wo wir gesagt haben, Trainer mit schlechter Laune macht vom Interview keinen Spaß. Daher jetzt 75 Pflichtspiele, nicht im Trikot des BFC Dynamo, aber verantwortlich für den BFC Dynamo. René, die Ehrung für dich vom Sonderzug Pankow. Dankeschön. Wenn wir so die Zeit zurückdrehen. Danke. Dein allererstes war ein 5:0 Heimsieg gegen den FSV Union Fürstenwalde. Dir ist es als ersten Trainer beim BFC gelungen, nach der Wende, den Pokal zu verteidigen. Wenn du so auf die 75 guckst, plus die 7, die jetzt noch dazugekommen sind, wie sind da deine Gefühlswelten? Ja, also schon sehr, sehr positiv. Also ich denke, was wichtig ist, ist immer die Entwicklung und dass wir, sag ich mal, wenn ich jetzt die erste Saison sehe, was wir da auch für einen Kader hatten, was wir für eine Mannschaft hatten und wie wir uns seitdem entwickelt haben. Ne, mittlerweile haben wir ja auch die Spieler gut weiterentwickelt. Wir haben jetzt einen Spieler, der spielt jetzt in England in der zweiten Liga. Wir haben einen Spieler, der ist jetzt wieder in die dritte Liga gewechselt. Also, dass die Spieler, die jetzt hier sind bei uns, dass die sich positiv entwickeln, ist ja wichtig für uns. Dann natürlich auch, dass wir im letzten Jahr dann, wie gesagt, mit dem vierten Platz und der Pokalverteidigung eigentlich die beste Saison seit der Wende gespielt haben, ist auch positiv. Aber das ist natürlich für uns auch eher, na, sagen wir mal, positive Ansporn, so weiterzumachen, weil ich denke, wir sind noch nicht am Ende und wir sollten uns stetig weiterentwickeln, weiter nach vorne entwickeln, weiter in der Tabelle nach vorne entwickeln. Wir wollen mal Erster sein und das ist jetzt so das Nächste, was wir angehen wollen. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg, aber wir haben jetzt diese Saison natürlich auch viel zu tun. Ja, René, wir haben auch in der U19 jetzt ja die beste Saison gespielt, die wir nach der Wende ebenfalls hatten. Auch die U19 spielt mittlerweile in der Regionalliga. Wie wichtig ist für dich der Unterbau? Ja, naja, auch da ist es halt wichtig. Wie gesagt, wir haben ja dann nach dem Trainerwechsel bis auf ein Spiel dort alle Spiele verloren. Also es ist wichtig, da jetzt positiv in die Saison reinzukommen und vielleicht von Anfang an dann auch sich stetig nach vorne zu entwickeln. Weil letztlich ist es dann so, dass viele A-Jugend-Bundesligaspieler es ja auch nicht schaffen, in der Regionalliga Fuß zu fassen. Und das muss dann für uns natürlich für die Zukunft ein Schritt sein, den wir gehen müssen, dass wir es irgendwann schaffen, dann diesen Sprung in die A-Jugend-Bundesliga zu schaffen. Das sind gute Ziele. Wie sieht dein Ziel aus für diese Saison? Außer mal nebenbei Erster zu werden im Laufe der Saison. Nicht nebenbei, aber es ist natürlich klar, wir sind Sportler, wir sind Fußballer. Wir gehen nicht in eine Saison mit irgendwelchen Pseudo-Geschichten, sondern wir sagen ganz klar, wir wollen Erster werden und wir wollen Pokalsieger werden. Das ist eine klare Zielsetzung. Ich denke, Wille, damit können wir leben. Definitiv. Ja, dann hoffen wir noch auf viele weitere und ich glaube, bei 100 gibt es ja schon die nächste Ehrung. So sieht's aus. Ja, vielen Dank nochmal und ich freue mich schon auf die nächste Ehrung. Bei 100 Pflichtspiele. Bei 100 Pflichtspielen sollte es ja dann etwa kurz vor der Winterpause sein oder in der Winterpause. Ich denke, dann können wir ein schönes Zwischenfazit ziehen und bis dahin zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Und nicht vergessen, Dauerkarte kaufen. Oder zwei. Oder drei.